So, hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge von For Honor. Also wir zocken heute mal den Kensei, würde ich mal sagen. Ja, gucken mal, was der so kann. Der ist zwar ein bisschen langsam, aber macht trotzdem eigentlich relativ Bock. Mal gucken, was so geht hier. Wir zocken wieder Vorherrschaft. Auf Brücke zur Zuflucht. Krasse Map übrigens. Kriegen wir meistens auf die Fresse, ich weiß nicht warum. Aber vom Optischen her ist die echt cool, die Map, muss ich sagen. Also die sieht schon echt geil aus. Gucken wir mal, wie es jetzt läuft. Hoffen wir mal, dass geil läuft. Richtig geil. So. Gucken wir mal. Drücke R2 kurz bevor du einen Angriff blockst, um statt einen normalen Block eine Parade auszuführen. Helden mit mehr Ruhm erhalten bessere Beute. Okay. Am Ende des Matches gibt es eine Chance, Beute zu machen. Ja gut, ist ja eigentlich ganz klar. Denn umso besser man, umso bessere Ausrüstung man hat, natürlich ist es dann ja auch logisch, dass man dann auch bessere kriegen möchte und nicht mehr schlechtere kriegt, also viel schlechtere. Jetzt hoffen wir mal, dass es gleich losgeht. So, jetzt geht los. So. Los geht's. In den Kampf. Genau, wir nehmen gleich mal ein, holen uns gleich mal die ersten Punkte. Zone A eingenommen. Zone C. Wunderbar. Natürlich nur wieder ein paar Punkte gekriegt hier. Aber besser als gar keine. Kommt schon der, da kommen schon die ersten Gegner. Ja! Bam! Digga, was geht, Mann? Was geht denn, Alter? Kommt her hier! Trash-Mobs killen hier. Bam! C eingenommen, sehr nice. Was ein bisschen blöd ist, finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen, dass du größtenteils die gleichen Moves machst. Das stört mich ein bisschen. Da hätten sie sich mehr einfallen lassen können einfach. Ich verstehe nicht, warum er das jetzt nicht abblockt. Verstehe nicht, warum er jetzt nicht abgeblockt habe. Ich habe die richtige Haltung drin gehabt und er hat nicht geblockt. Obwohl ich die L2-Taste, was ja viele bemängeln, oder was viele ja besser wissen, eigentlich nie loslasse während eines Kampfes, weil ich ja immer damit jemanden auch anvisiere. Was dann natürlich auch sehr wichtig ist, ja. Und man eigentlich auch so machen sollte. Ich sag's bloß nochmal, weil es gibt ja so Schlaumeier draußen, die wieder der Meinung sind, dass das nicht richtig ist. Oh, dass die immer dann wegrennen müssen, ganz ehrlich. Ich renne doch auch nicht, wenn ich einmal getroffen werde, gleich wieder weg. Die Leute, die permanent wegrennen, die kommen einfach mit dem Spiel nicht klar. Die kommen nicht darauf klar, dass sie verlieren. Ich weiß nicht, seit wann man eine Vierer-Kombo machen kann. Ich kann immer nur 1-2 machen und dann mache ich wieder von vorne den Move. Andere können Vierer-Kombo machen. Aber man kann auch so ein, man hat auch so einen Skillbaum quasi. Also es kann dann sogar sein, dass man halt neue Kombos, ich weiß nicht, neue Sachen halt irgendwie so lernt. Schönes Ding. Zusammen getötet. Komm her hier. Schönes Ding. Ich wurde natürlich noch getötet, Mann. Jetzt habe ich ihn einen umgehauen und in dem Moment wurde ich von jemand anderes getötet. Das ist natürlich kacke, aber ich glaube, der war trotzdem tot. Ich bin mir nicht sicher.
Ich hoffe, dass er trotzdem tot war. Ich habe das noch nie gehabt, dass wenn man in einen Endmove quasi getötet wird, ob der Gegner dann stirbt oder ob der nicht stirbt. Von den Punkten her sieht es bei uns ganz gut aus, würde ich mal sagen. A haben wir eingenommen, vielleicht noch B oder C noch mit einnehmen, wäre vielleicht nicht verkehrt. Mal gucken. Er rennt natürlich wieder weg, ist ja klar. Das sind die Feiglinge immer. Oh shit, oh shit, oh shit. Und weg, 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 weg. Oh Mann. Man sieht aber auch nicht durch, wenn da so viel los ist. Ich sehe überhaupt nicht, wo ich hin muss oder wen ich gerade habe oder von wo die angreifen, weil es ist so viel los auf dem Bildschirm, dass du das gar nicht richtig erkennen kannst. Irgendwie. Komm schon. So. Ja, die holen langsam auf. Wir haben zwar immer noch mehr Punkte, aber trotzdem holen langsam auf, die Penner. Wenn wir unsere Fähigkeit hier aktivieren, dass wir ein bisschen mehr Schaden machen. Alle, die in meiner Umgebung sind, machen jetzt mehr Schaden. Gegner rennt natürlich wieder weg. Ist auch wieder klar. Ihm sollst du anvisieren hier. Oh, er visiert auch dann selten den an, den er anvisieren soll. Natürlich ist der jetzt weggerannt, der andere. Nice. Sehr schön. So, wir müssen irgendwas einnehmen. Hier C oder so. Müssen wir irgendwie einnehmen. Oder doch nicht? Punkt haben wir gleich voll. Die Gegner werden gleich ausgeschrieben. Zone A eingenommen. Leben oder Tod. Und weg. Kann ich natürlich nicht. Ich weiß noch nicht, die Gegner gehen einfach auch irgendwie immer auf mich rauf, habe ich das Gefühl. Immer wenn ich da bin, es steht noch jemand anderes neben mir, wenn ich da bin, ich mache einen Schlag und dann sind beide auf mich drauf. Natürlich tot dann, ne? Weil du kannst ja nicht beide gleichzeitig blocken, du musst immer, während du einen anvisierst, musst du dann, wenn der andere halt zuschlägt, schnell den anderen anvisieren und dann auch noch die richtige Haltung reinmachen. Aber da ist echt Timing gefragt. Sie werden ausgeschrieben, sind ausgeschrieben. Das müssen wir sie muss noch platt machen. Jetzt rennen sie natürlich bestimmt gleich wieder zurück. Bring deinen Freund in Sicherheit. Und er rennt sofort wieder weg. Und weggerannt. Ja, komm. Schönes Ding. Eine Heilung wäre nicht schlecht. Ja, komm halt her. Ah, kriegen wir natürlich nicht mehr, Mann. Scheiße. Das ist der letzte. Am besten hierbleiben und verteidigen, dass sie gar nicht mehr aufstehen. Ja, Mann, wir haben gesiegt. Nice. Das war mal ein gutes Match, ey. Haben wir richtig dominiert hier. Letzten auch noch getötet. 9 Heldenkills. 0 Ziele leider eingenommen, obwohl wir eigentlich immer öfters da waren. Aber naja, wenn die unsere Leute den zuerst einnehmen, dann hast du natürlich die Arschkarte. So, wir haben was Neues gekriegt. Mal gucken, was wir hier Schönes haben. Irgendwas Geiles hoffentlich, du erreichst Level 5. Cool. So
Kann ich das jetzt nochmal auswählen oder geht es nicht? Jetzt haben wir hier Blockschaden, Heilung durch Exekution, Sprintgeschwindigkeit. Das nehmen wir mal mit. Okay, Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es wieder mal gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich doch bitte wissen, indem ihr einen Daumen nach oben da lasst, indem ihr ein Feedback da lasst, vielleicht mal eure Eindrücke schreibt zum Spiel und vielleicht, wenn ihr es selber schon gespielt habt, wie ihr es findet bisher. Also, ja, Leute, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Haut rein.